Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start. Es ist mal wieder Dienstag, das heißt natürlich, dass wir einen weiteren Rockstar News-Artikel bekommen haben. Ich möchte schon gar nicht mehr davon reden, dass Dienstag irgendwie der Update-Tag ist oder dass wir Drip-Feed-Content bekommen. All das ist schon viel zu viel. Wir bekommen einen Rockstar News-Artikel. Das ist, was wir am Dienstag bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist ziemlich schade, aber bevor wir jetzt darauf eingehen, habe ich mir nochmal den Finanzreport durchgelesen von Take-Two's Quartal 4 Besprechung, der vor einigen Tagen stattgefunden hat, habe ich euch ja schon letzte Woche im Video erzählt. Und es ist tatsächlich so, dass es von Quartal 4 war. Also ein Finanzjahr geht ja von März bis März. Also es ging jetzt einfach von Dezember 2019 bis März 2020, was hier besprochen wurde. Und anscheinend dauert es dann immer noch ein paar Wochen bzw. Monate, bis das Ganze als hieb- und stichfeste Zahlen vorliegt und worüber sie dann diesen Finanzreport machen. Also das Ganze ist ein bisschen veraltet, aber sie geben uns trotzdem einen Ausblick in die Zukunft, weil ja das Finanzjahr 2019 damit abgeschlossen ist und sie sagen, was sie 2020 und 2021 hier zu planen und in Zukunft auch noch mit Reddit Online, GTA Online und den ganzen anderen Titeln so passieren soll. Also erstmal ein paar Zahlen und Fakten für euch. GTA 5 hat jetzt insgesamt 130 Millionen Exemplare verkauft, Red Dead Redemption 2 31 Millionen. Beides sehr, sehr große Zahlen, natürlich noch ein gigantisch großer Unterschied zwischen den beiden. Red Dead Redemption 2 ist auf jeden Fall etwas nischiger, nicht ganz so mainstreamig, aber trotzdem sehr viele Exemplare verkauft. Auf jeden Fall auch immer noch eines der meistverkauften Produkte und Games überhaupt und jemals. Aber wirklich viel angestiegen ist das nicht mehr. Ich glaube, wir hatten schon vor einem Dreivierteljahr 29 Millionen, also in wirklich drei Quartalen nur 2 Millionen mehr verkauft. Immer noch viel, aber im Vergleich zu GTA fast schon Peanuts, muss man sagen. Das hat, obwohl es so alt ist, immer noch viel, viel mehr verkauft. Und das ist eigentlich kein so gutes Zeichen für Reddit Online, denn das hat dann nicht den gewünschten Effekt bis jetzt gebracht. Aber danach sprechen sie auch nochmal über die Online-Modi im expliziten Fall. GTA Online hat natürlich mal wieder absolute Rekorde gebrochen, was Echtgeld-Ingame-Käufe angeht, aber Reddit Online angeblich auch. 62% mehr Ingame-Käufe im Vergleich zum Quartal davor. Also von Dezember bis März gab es anscheinend 62% mehr Käufe als von September bis zum Dezember. Was ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die Rolle kam ja, ich glaube, Ende November raus. Wir haben jetzt schon fast ein halbes Jahr, wo wir keine Updates mehr bekommen haben von Reddit Online. Unglaublich eigentlich. Aber ja, worum es eigentlich geht, ist, dass ich nicht glaube mit dieser Schwarzbrenner-Rolle, dass ein Monat später, nachdem die Schwarzbrenner-Rolle rausgekommen ist, und klar, mit diesem ganzen Winter- und Weihnachtseffekt mit dem Schnee gab es nochmal ein bisschen Content und einen kleinen Hype, wo vielleicht noch ein paar mehr Spieler reingekommen sind und vielleicht ein paar Rollen ausprobieren wollten und dann Echtgeld in die Hand genommen haben, um Gold zu verdienen. Aber dass dann so viel mehr Echtgeldkäufe passieren, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ehrlich nicht. Sagen sie zwar, aber vielleicht wurde da irgendwas anderes noch mit reingenommen. Aber vielleicht liegt es daran, dass das Game über Weihnachten im Sale war und an Weihnachten allgemein, dass dann einige Leute Goldbarren als Geschenk bekommen haben und die dann eingelöst haben. So könnte ich mir das höchstens noch erklären, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es an der Schwarzbrennerrolle liegt, die ja schon einen Monat davor rausgekommen ist. Danach wird es interessant, und zwar spricht Rockstar jetzt davon, dass über das nächste Jahr, also das Finanzjahr 2020, GTA Online und Reddit Online mit mehr Content updaten wollen, um Spieler am Ball zu halten und auch neue Spieler reinzubekommen. Also mehr Content-Updates. Hier wird einfach nur von more geredet. Nicht wie viele, nicht many more oder so. Einfach nur mehr Updates. Wow, das kann auch theoretisch nur eins für GTA und eins für Reddit Online bedeuten. Theoretisch. Da ist ja das Finanzjahr von März bis März. Jetzt haben wir schon das erste Quartal, ohne auch nur ein Anzeichen von dem Update zu sehen. Aber früher oder später muss es rauskommen. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal ein knappes halbes Jahr dauern bis zum nächsten Update. Von dem her, 2 für Reddit Online im Finanzjahr 2020 sind schon recht realistisch. Aber ansonsten wird halt kaum noch was über Reddit Online hier geredet. Und das hat mir echt Sorgen bereitet. Ich habe nochmal wirklich nachgeguckt, wo die Worte Red Dead überhaupt im Finanzreport auftauchen. Und ich werde ihn euch nochmal an zweiter Stelle unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr selber nachgucken könnt. Hier ist natürlich auf Englisch alles. Und hier war das wirklich an erschreckend wenigen Stellen. Es war fast immer nur im Zusammenhang mit GTA, mit GTA Online,
mit NBA, mit Borderlands 3. Einfach nur alle Titel, die jetzt dafür verantwortlich waren, dass sie im Finanzjahr 2019 so viel Geld gemacht haben und wahrscheinlich im Finanzjahr 2020 die Hauptursachen für die Prognosen sind. Aber das ist ja logisch, dass Red Dead Redemption 2 dann auch noch manchmal mit aufgezählt wird. Das Witzige ist, das wurde manchmal sogar vergessen. Manchmal wurde nur noch von NBA und GTA geredet, als die großen Geldbringer. Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online wurden da gar nicht mehr mit erwähnt in der Liste. Und das heißt für mich eigentlich, dass Take-Two jetzt erkannt hat, dass Red Dead Redemption 2 nicht mal annähernd noch so viel Kohle reinbringen wird, auch nicht über den Online-Modus wie GTA 5 und GTA Online. Und dass es jetzt langsam aber sicher immer weniger erwähnt wird, immer mehr Ressourcen abgezogen werden und dass das dann langsam in der Versenkung verschwindet, könnte ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich, denn Take-Two geht wirklich rein nach Finanzen. Wir haben jetzt gesehen, oh, NBA 2K macht mit ihrem Ultimate-Team, was es ja auch so ähnlich in FIFA gibt, einfach so viel mehr Kohle als Red Dead Online. Warum sollten wir also die Ressourcen dann noch in Red Dead Online stecken, auch wenn er das Potenzial noch nicht mal annähernd ausgenutzt wurde? Es geht halt rein nach finanziellen, wirtschaftlichen Betrachtungen. Das bringt mehr Geld, also stecken wir da unsere Mühe rein. Red Dead Online bringt nicht so viel, auch wenn wir da schon 3 Updates gemacht haben. Tja, dann wird das wahrscheinlich auch nichts mehr. Also ich finde es sehr schade, denn das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Es gibt noch so unendlich viele Möglichkeiten hier, das Spiel besser zu gestalten. Aber es wird halt einfach links liegen gelassen und dann wundert man sich, dass das Game nicht so viel einbringt wie GTA Online. Aber auch da war es so, dass man erstmal ordentlich was vorstrecken musste. Man musste erst 5, 6, 7 Updates rausbringen und dann konnte man sich erst erlauben, ein halbes Jahr zu warten bis zum nächsten Update. Bei Red Dead Online kann man sich das noch längst nicht erlauben. Hier bräuchten wir eigentlich alle 3 Monate ein richtig dickes Content-Update. Und dann, vielleicht nach 2 Jahren, könnt ihr euch mal so ein halbes Jahr Zeit lassen fürs nächste. Dann ist in Ordnung, aber erstmal brauchen wir wirklich viel, viel mehr zu tun, denn so ist man halt nach 2 Wochen mit dem Update durch und dann hat es eigentlich gar keinen Sinn mehr, noch weiter am Ball zu bleiben für die regelmäßig spielenden Spieler. Aber ja, dann wird noch von den kürzlich rausgekommenen Spielen gesprochen, wie zum Beispiel XCOM, Chimera Squad oder der Mafia Trilogie und sie sagen auch, dass in 5 Jahren 93 neue Titel rauskommen sollen, 63 davon Core Games, also nicht AAA-Spiele, weil nicht so viel investiert werden soll, sondern einfach Core-Spiele für Hardcore-Gamer, wo man 5 Minuten, aber auch 5 Stunden am Stück Spaß haben kann. Und ich denke, es ist keine große Überraschung, wenn wir vermuten, dass GTA 6 in diesen Titeln dabei sein wird. Und dann, was ich noch sehr interessant fand in der Fragerunde, das Einzige, was noch ein bisschen so Red Dead Online tangiert hat, war die Frage, wie es eigentlich so läuft, von daheim aus zu arbeiten momentan für Rockstar und Take-Two im Allgemeinen. Und da sagen sie, dass es seit Hurricane Sandy so ist, dass sie ein Disaster Recovery System haben und sie wollten tatsächlich sowieso am 12. März ein Homeoffice-Test machen, unabhängig von dieser ganzen Krise. Also haben sie eine Woche später 5000 Leute im Homeoffice mit allen benötigten Werkzeugen schon platziert. War für die anscheinend überhaupt kein Problem, Homeoffice einzurichten. Und angeblich sind die Leute sogar jetzt noch produktiver, weil man eben genau monitoren kann, wer und wie lang die Leute da arbeiten. Also Homeoffice scheint nicht das Problem zu sein. Was also ist das Problem, dass wir jetzt bei Red Dead Online so unfassbar lange auf ein neues Update warten müssen und jetzt auch noch die mangelnde Erwähnung von Red Dead Online überhaupt in diesem Finanzreport lässt mich glauben, dass wir jetzt wirklich ein Update bekommen. Dann wird wahrscheinlich die Konsolengeneration auf die PS5 wechseln. Dann bekommen wir vielleicht noch ein Update raus für die PS5. Und dann, je nachdem, wie gut sich das auf der PS5 nochmal verkaufen wird und wie viele Echtgeldkäufe das dann nochmal geben wird, wird sich Take-Two wahrscheinlich daran orientieren und nur anhand der Finanzen wirklich entscheiden, ob das Game noch weiter supported wird oder nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ziemliche Sorgen jetzt über Red Dead Online, weil kaum Erwähnung, über ein halbes Jahr keine Updates. Und das Spiel ist wirklich in keinem Status, wo man sagen kann, ja, ein halbes Jahr ohne Updates ist in Ordnung. Also wenigstens, wenn schon kein Content kommt, dann die Bugs fixen. Aber nicht mal das wird gemacht. Es kommen keine Patches raus. Es kommt gar nichts. Es wird nichts erwähnt. Keine Kommunikation. Einfach alles totgeschwiegen. Und das zeigt auch schon wieder der Newsartikel. Boni für Tarotkartensätze und zeitlich begrenzte adrette Kleidung. Diese Woche in Reddit Online, 26. Mai bis 1. Juni. Ich kürze das Ganze ab. Man kann jetzt für 50% mehr die ganzen Tarotkartensätze komplett an Madame Nazar verkaufen. Ist in Ordnung, 4 auf einmal, also die Schwerter, Kelche, Stäbe und die
Münzen, und wenn man jetzt einmal zockt, bekommt man auch die Landkarte für die Tarotkarten umsonst. Immerhin muss man sagen, jetzt sind es 4 Sammelgegenstände auf einmal und nicht wie letzte Woche nur die Wildblumen, wo ich mir schon dachte, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht und jetzt jede Woche nur ein Sammelgegenstand für 50% mehr angeboten wird, dann werden wir echt noch knapp 10 Wochen warten müssen aufs nächste Update. Aber wir müssen auf jeden Fall noch bis zum 8. Juni warten, denn dann ist erst die nächste Aktion mal wieder vorbei. Was die Klamotten angeht, es sind nämlich mal wieder alte Klamotten neu in den Shop gekommen. Der Dillehai-Hut, der Lister-Hut, ausgewählte gemusterte Halstücher, die Morales-Weste, der Morgenfrank und die Leavitt-Jacke sind jetzt wieder bis zum 8. Juni im Spiel. Das heißt, am 8. Juni, also am 9. dann, übernächste Woche, könnten wir frühestens wieder mal was Neues erfahren. Nächste Woche bekommen wir am 2. Juni mit Sicherheit nichts Neues. Da wird mal wieder nur darauf gepocht, dass wir wahrscheinlich wieder irgendeinen Sammelgegenstandssatz für 50% mehr verkaufen können, plus die Klamotten immer noch dabei sind für eine weitere Woche. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich mache mir, wie gesagt, Sorgen um den Online-Modus. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vollmanika, The Prophet, Chrisse, Blackout, Tyson of Us, The Joker, René, Flying Fussel, Matze, Papa, Joe, Robin, Tamara, Markus, Chito, Gerhard, Jen, Marcello, Ralf, Shark, Tristan, Alex, TDB, Big Chris TV, Sandy Melsny, Sasa, Julia Lillis, Assassin, Darius, Soldier, Franzi, Freaky und Kuruka. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum, bam. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.